Räusper Hüstel, hallo, da bin ich wieder. Euer Werner mit Werners TT-Bahn, einer weiteren fröhlichen Bastelstunde Spur TT. Gestern habe ich nun das Video hochgeladen, wo es darum geht, die Bilder von praktisch der Kamera über den Computer dann in den Train-Controller oder Train-Animator zu importieren. Und ja, da sind jetzt einige Fragen aufgeschlagen bei mir im YouTube. Und die wichtigste wäre jetzt von Carsten. Er hat gesagt, er hat es ungefähr, also es ist super, bei zeigt es immer an, bei mir zeigt es immer an, das Bild ist zu groß. Habe eine Auflösung von 99 zu 34 Pixel. So, nun, ich habe ja gestern das gezeigt, wie ich das mache und habe da 600 Pixel und bei mir presst das rein. Nun, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an und jetzt probiere ich das mal. Bei mir kommt auch keine Warnmeldung irgendwie vom Train-Controller, dass der sagt, halt, Bild passt nicht oder so. Also bis jetzt hat es immer funktioniert. Und jetzt machen wir das einfach mal ganz von vorne. Also, ihr seht jetzt hier die Maske. Ich habe jetzt das Handy angeschlossen, Kamera beziehungsweise... Und habe jetzt das hier als letztes Bild gemacht, die 131er von Pico. Und die möchte ich jetzt importieren. Die hole ich mir jetzt erstmal rüber. Schwubbeliwupp, da haben wir sie. So, jetzt markiere ich die. Kopieren. Jetzt mache ich das klein, falls was nicht klappt, dass ich das nachher nicht nochmal suchen muss. Dann gehe ich diesen PC, Dokumente, dann wie gesagt, suchen. Na, wo ist es denn? Ich hatte es doch eben gerade im Blick, auch hier, Railroad, dann Train Animator. Die ESO-Bilder habe ich eingelegt, weil es vom ESO... Wenn man dort als Kunde registriert ist, eine offizielle Download-Seite gibt, wo man Logbilder, die von ESO wie auch von Mitgliedern des ESO-Clubs oder Community oder wie man es auch immer nennen möchte, hochgeladen worden sind und die passen dann meistens auch ziemlich nahtlos rein in den Train-Controller. Also daher kommt dieser Ordner. So, jetzt habe ich das hier. Jetzt gehe ich hier rein. Einfügen. Und jetzt habe ich die Lokomotive hier. So. Um jetzt diese Lokomotive in den Train-Animator einzubinden, gehe ich da jetzt erstmal drauf. Gehe hier auf mit Paint 3D bearbeiten. Schwuppdiwupp, da ist er, das gute Stück. Wie gesagt, wie gestern. Wir gehen den ganzen Weg jetzt nochmal durch. Ich weiß wirklich nicht, warum das bei mir mit den 600 Pixel klappt und bei euch mit 100 nicht. Keine Ahnung, deswegen wird es jetzt nochmal probiert. Vielleicht klappt es bei mir auch nicht, vielleicht schauen wir jetzt. Also zuschneiden, so habe ich das gestern gemacht. Schneide ich mir das auf die Größe zu, wie ich das gerne möchte. Ja. So, dass die Puffer noch mit drauf sind. So. So gefällt mir das, so in der Größe und der Form möchte ich das haben. Dann gehe ich auf Menü, Speichern. Jetzt ist das gespeichert. Jetzt gehe ich hier auf Zeichenbereich. Und jetzt kann ich hier die Pixel eingeben, logisch. Und wie gesagt, ich hatte die 600 hier eingegeben. Gehe hierher, da habe ich 600 in der Höhe und 159, Entschuldigung, 600 in der Breite und 159 in der Höhe. Das ist jetzt das Bild. So, da gehe ich jetzt wieder auf Speichern. Jetzt ist das gespeichert.
Das kann ich hier zumachen. Jetzt ist dieses Bild in dieser Größe, in dieser Form gespeichert. In dieser Datei. So, jetzt mache ich das hier zu. Jetzt fange ich erstmal hier mit an. Jetzt gehe ich in den Drehanimator. Und da jetzt Feierabend ist, Prost, kleinen Schluck. Feierabend ist es. So, jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn da mal aufgehen würde. Das ist das, was ich nicht verstehe. Der spinnt bei mir ab und zu mal rum. Da geht dann halt einfach nicht auf. So, jetzt ist er auf. Und jetzt ist mein Bild schon hier. Seht ihr das? Das ist jetzt die 132er. Ist das jetzt das Bild? Ansonsten gehen wir jetzt hier einfach nochmal. Fangen wir wieder von vorne an. Wo ist es denn? Dieser PC. Finden wir gleich wieder. Dieser PC. Dokumente. Rollen wir hier wieder runter, Railroad, ESU, genau, und da ist das Bild. So, und jetzt gehe ich wie gehabt, wie gestern, hier rein, möchte ja eine neue Log anlegen, also neues Bild erstellen für eine Log, neu. Und da sind wir wieder bei dem vorgegebenen Animationsbild und das will ich natürlich ersetzen durch mein neues Bild. Und dann nehme ich jetzt das Bild und packe das hier rein. Genau, da ist es. Das Bild, was ich wollte, was ich mir zugeschnitten habe, ist da. Jetzt ist der Kontrast ein bisschen schwammig, würde ich sagen. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen Kontrast verbessern. Das ist schon zu viel. Die Helligkeit. Ich würde sagen, so kann man es lassen. So sieht das gut aus. Jetzt gehe ich hier wieder speichern. Jetzt nenne ich das. Jetzt muss ich gucken, wie die Dame genau heißt. Jetzt haben wir es. Das ist die 130069. 130069 Unterstrich Pico. So, speichern. Und schon ist das Ganze gespeichert, erledigt, benannt. Jetzt machen wir einen Animator zu. Kann man natürlich hier drüber machen, schließen. So. Schließen. So, zweimal auf. Naja, macht nichts. Und dann gehen wir rein in Train Controller Gold. Und da sehen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. So. Der Computer ist relativ neu, aber es war halt ein relativ preiswerter Rechner. Deswegen ist er nicht unbedingt der schnellste. Aber ich weiß nicht, ob man es weiß. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber hier oben zum Beispiel ist die 114 schon mal drin. Und die ist genauso erstellt wie die anderen, wie die Log, die wir eben erstellt haben. In der Bildgröße von 600 Pixel in der Breite. So, jetzt sind wir aber bei der 131. Also gehen wir hier auf Editiermodus. Loks und Züge. Jetzt gehen wir mal auf Suche die 130.0069 hängt vor einem Zug. Und zwar vor diesem. Mitropa Tillig Altbau. Also das ist noch ein Tillig aus der ersten Tillig-Generation. Also das ist eigentlich vom Prinzip her nur die Kupplungsaufnahmen, Kupplung geändert.
Ansonsten, der Rest ist eigentlich ja noch B, T, T, B. So, also, da gehe ich jetzt rein in die Log. Eigenschaften. Anschluss wollen wir nicht. Wir wollen das Bild. So, jetzt habe ich das Bild hier. Das ist das, was in der Kollektion hinterlegt ist. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier das finden. ESU. Bilder. Wo ist es? Hier ist es. Da ist er. So, wie ihr gesehen habt, ich habe das jetzt nicht gemogelt oder irgendwas anders gemacht oder so. Also dieses Bild hier ist jetzt in der Pixelgröße 600 in der Breite. Jetzt wähle ich das aus und das geht bei mir rein und da kommt auch keinerlei Fehlermeldung. Jetzt gehe ich hier auf OK. Speichern. Und wie man sehen kann, ist dieses Bild jetzt hinterlegt als das Bild, was ich eben eingesetzt habe mit der Pixelgröße 600. So, jetzt gehen wir hier mal auf Klein machen. Speichern nochmal sicherheitshalber. Immer speichern. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Editiermodus beenden. So, also hier ist der besagte Zug, Tillig, Altbau. Wie ihr seht, ist jetzt die Animationswagen dahinter viel kleiner. Aber die Lokomotive ist in dem Bild mit den 600 Pixeln hinterlegt. Wenn ich jetzt auf Dr. Railroad gehe, bearbeiten, Railroad, Dr. Railroad, Streckenplan, Streckenplan, Warnung 52 Fragen, unterdrückt insgesamt. Jetzt gehen wir mal hierher. Also das sind jetzt alles Sachen. Daten laden, Status, okay, okay. Daten speichern, speichern, okay. Weichenstraße von Block und bla bla bla. Also ich habe hier nirgendwo, jetzt lösche mal den ganzen Plunder mal, nirgendwo eine Meldung, dass da irgendwas nicht hinhaut. Also ich weiß jetzt, ich kann es euch jetzt leider wirklich nicht sagen. Ich weiß nur, dass, wenn ich mich recht erinnere, dass Radi mit 300 Pixeln gemacht hat in der Breite. Ich habe es jetzt heute mit 600 probiert. Ja, warum, weiß ich jetzt nicht genau. Weil mir das Bild einfach besser erschien. Zum Beispiel hier unten sieht man das ja schon recht deutlich. Mit den Einwirkungen, den Zug können wir eigentlich mal vervollständigen. Die Hänger habe ich alle umgewandelt. Das machen wir jetzt nochmal schnell. Und die sind alle mit den 600 Pixeln bearbeitet und ich weiß wirklich nicht, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich habe da jetzt keine Lösung parat. Bei mir hat es halt tadellos geklappt. Vielleicht liegt es an dem Programm, ich weiß nicht, habt ihr das Umwandelprogramm genommen, wie ich es nehme hier, das 3D, Moment, ach ja, also das 3D-Programm, was ich da jetzt zum Anfang genommen habe. Zum Umwandeln der Bilder oder zum Schneiden und zum Umwandeln von der Pixelgröße, dann funktioniert es, also bei mir funktioniert es tadellos. Wir sind jetzt die ganzen Schritte durchgegangen, ihr habt es gesehen, also ich habe da jetzt nichts gemogelt oder schön geredet. Ich habe auch keinerlei Fehlermeldungen hier. Das Programm hat es auf gut Deutsch gesagt gefressen. Die Bilder sind aktuell und da und funktioniert. So, jetzt gehen wir hier einfach mal her. Zug. Zugverband. Zugverband ändern. Und jetzt schauen wir mal, was wir da noch so haben. Jetzt haben wir den ersten. Container.
Es müsste als nächstes der Kühlcontainer kommen. Manchmal überspringt man hier einfach Reisezug, Reisezug. Nebenbahn. Kesselwagen. Kesselwagen. Container, Container, Doppelstock. Ja, der kann auch nicht kommen, den habe ich noch nicht eingelegt. Schließen. Mann, Mann, Mann. Das ist nichts, wenn man alt wird. Also, dieses Video bleibt auch völlig ungeschnitten. Also, geht's jetzt wieder. Editiermodus. Sollen wir es gleich nochmal testen. Zubehör war es nicht. Bearbeiten, genau. Neuer Wagen. Gehen wir rein. Schwuppidiwupp. Jetzt habe ich ja schon mal zwei neue Wagen. Jetzt nehmen wir mal den 90er. Ja, ESO-Bilder. Nicht wundern, das geht dann immer wieder zu. Und jetzt muss ich mal gucken. Kühlcontainer, genau, das sind die nächsten, die kommen. Habe ich jetzt drin. Ja. Name schreibe ich jetzt auch wieder hin. Kühlcontainer. 50, das ist jetzt frei Schnauze, das ändere ich nachher noch. Da muss ich nochmal in Wikipedia gucken, was da jetzt wirklich aufschlägt an Gewicht. Ich denke mal, ja, wo wiegen die 15? Und Maximalgeschwindigkeit mache ich jetzt mal 90. So. Ne, 100, genau. So. Farbe Grau. Name und Farbe Zugverbände. Und da bin ich schon fertig. Anschluss hat er ja keinen. Ist ja kein Steuerwagen oder sowas. Fertig. Okay. Und dann haben wir den hier noch, die 88. Das ist auch wieder ein Deutrans-Container. Deutrans-Container. Der ist jetzt auch 11. 5, 50, 15, 100. Sind wir einmal hier drin, haben wir das einmal gemacht. So, jetzt gehen wir hier wieder rein. ESO-Bilder. Und da muss jetzt hier auch irgendwo der Deutrans-Container noch rumkollern. Oder haben wir den schon hier oben irgendwo? Auf Kollektion gehen, da ist er. So, seht ihr, der ist auch viel größer. Der Kühlcontainer ist viel kleiner. Und da schreiben wir jetzt mal OK. Hier speichern, ausmachen, Editiermodus beenden. So, jetzt können wir da noch ein paar Hänger anhängen. Ist er dann zwar immer noch nicht ganz fertig, der Zug, aber das mache ich dann Sonntag früh. Das ist jetzt hier nur zur Demonstration. So, also Zug, Verband, Verband ändern. So, und dann haben wir Kühl. Da müsste dann ja rein, theoretischerweise, hier unten. Oh, da ist er, Kühlcontainer. Hinzufügen. Plump, da ist er. Der ist halt jetzt viel kleiner. Da muss ich jetzt mal gucken, was mit dem Bild passiert ist. Kann auch sein, dass das Bild noch bearbeiten muss. Der ist, glaube ich, ja mit den 300 Pixeln noch gemacht. Ist egal. Lassen wir jetzt erstmal so. Da sieht man mal den Unterschied. Und dann hätte ich ja noch zu bieten, nochmal einen Deutrans-Container. Deutrans.
Da ich den Deutrans-Container genannt habe, kommt dann natürlich zuerst D wie Deutrans und hinzufügen. Das ist jetzt wieder ein großes Bild. So, schließen und fertig. Seht ihr? Ja, das eine Bild muss ich jetzt noch bearbeiten. Das sieht ihr noch. Aber die beiden Bilder hier sind mit 600 Pixel gemacht. Und er übernimmt das ohne Probleme. Also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und es gibt auch nirgendwo eine Warnmeldung, kann er nicht einfügen, ist nicht machbar oder sonst irgendwas. Also, ich hoffe, ich konnte euch jetzt weiterhelfen. Aber ich glaube es jetzt mal nicht, wenn ich mir so eure Fragen durchlese. Aber bei mir funktioniert es halt so und ich weiß nicht warum. Es jetzt bei mir funktioniert und bei euch nicht funktioniert. Wenn man jetzt hier oben nochmal rechts in die Ecke guckt, jetzt sieht man mal das kleine Bild. Und jetzt sieht man hier, das ist 600 Pixel, das ist 600, das ist 600. So, wenn ich jetzt hier rein nochmal gehe, das jetzt mal klein mache, hier reingehe, Animator, das letzte muss man jetzt noch probieren und dann lade ich das wieder hoch. Ist es auch. Wieder doppelt gemoppelt. So. Und jetzt war das ist der Kühl. Ja, genau, der Kühlcontainer. Warum ist der jetzt so klein? Kühlwagen Budweiser, das ist der. Mittelcontainer ist der Kühlcontainer. So. Und das bearbeiten wir jetzt einfach nochmal das Bild. So sieht das jetzt aus. Da gehe ich jetzt hier drauf. Rechte Maustaste. Wenn der Computer dann Lust hat, geht es auch weiter. Da gehen wir wieder das 3D bearbeiten. Paint. Da gehe ich jetzt rein. Jetzt schauen wir mal, ob wir das noch ändern können. Das sah ja jetzt etwas fürchterlich aus, nicht? So, jetzt gehe ich hier auf Zuschneiden. So gefällt mir das ganz gut. Hier vielleicht noch ein Stückchen hoch. So. So. Jawohl, so gefällt mir das. So ist das wunderschön. Menü speichern. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, um die Pixel zu ändern, da sieht man schon, das ist von Haus aus jetzt kleiner geworden, weil ich das vorher schon mit den 600 Pixel gespeichert hatte, hat es aber nicht zugeschnitten. Also hat es jetzt 500 Pixel, auch ungefähr die Größe von dem anderen, denke ich mal, hoffe ich mal. Können Sie mal gucken, ob ich das jetzt anders kriege. 600. Jawohl, kriegt man auch noch hin. Einwandfrei. So, jetzt gehe ich hier wieder speichern, zumachen. So, hier drinnen das Bild kann ich jetzt komischerweise nicht mehr wechseln. Also ich komme jetzt hier nicht rein und das... Da probieren wir das jetzt mal ganz anders. Da gehen wir hier wieder rein. Hierher. Neu. Jawohl. Kühlcontainer. Packen wir jetzt hier rein. Jetzt haben wir es. Jetzt machen wir das halt noch einmal. Ist drin. Kontrast vielleicht noch ein bisschen verbessern.
So könnte es hinhauen. Datei speichern. Und das benennen wir jetzt in Kühlcontainer-2. Ja, das war nur Signal, keine Hektik. Speichern. Ja, ein Schrägstrich wieder nicht. Dann machen wir Kühlcontainer 2. Fertig. Speichern. Erledigt. So. Da mache ich das jetzt mal wieder. Gehe hier auf Speichern. Schließen. Drain Controller. Editiermodus. Neuer Wagen. Das Wagen 91. Da gehen wir jetzt hier wieder ESU. Kühlcontainer. So, jetzt sieht er aus, wie er aussehen soll. Genau. Wir schreiben das hier wieder rein. Kühlcontainer_2 11,5 50 15 100. Okay, so, jetzt haben wir diesen Wagen auch wieder angelegt und jetzt suchen wir den anderen Kühlcontainer, der ist ja hier drin. Das ist der, genau. So, jetzt das Klein, speichern, Editiermodus beenden. Jetzt gehen wir hier rein, Zugverband. Verband ändern. Jetzt gehen wir mal hier auf den kleinen Container. Den nehmen wir und tun ihn entfernen. Oh, ist der falsche weg? So, jetzt ist der richtige weg. So, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Hinzufügen. Kühlcontainer 2. Hinzufügen. Und dann kommt nochmal Deutrans-Container. Der muss jetzt hier auch nochmal irgendwo sein. Da. Hinzufügen. Schließen. So, das habe ich hier als Lok, als Zug. Und jetzt muss man das hier halt ein bisschen vergrößern. Und dann ist der Zug hier auch drin. Also das ist natürlich logisch. Jetzt verbraucht er natürlich mehr Platz wie mit den kleinen Bildern. Demzufolge müsste man das jetzt vergrößern. Aber wenn ich den jetzt hier lang genug mache, dann sieht man das, sind die Bilder mit Lock, alle mit 600 Pixel, gut sichtbar und gut ausgeleuchtet und einwandfrei in Ordnung. Also, meine lieben Freunde, mehr kann ich jetzt leider dazu nicht sagen. Also bei mir funktioniert das tadellos mit den 600 Pixeln. Mehr fällt mir jetzt leider dazu nicht ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.